Inhaken? Oh, jetzt habe ich mich hingehockt. Das ist irgendwas passiert hier. Runner hier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Sand. Guck mal hier, unser Zeug wächst raus. Geil. Wie sieht's denn aus hier drinnen? Ja, fülle ich nochmal kurz was auf hier bei dem. Zack, zack, zack. Mach ich hier noch einen Schwab drin. Momentchen. Zack. So, du auch nochmal da runter. Ne, nicht in der Hand. Da rein bitte. Dankeschön. So, das andere mache ich dann. Wir nehmen jetzt einen Bauhammer hier. Pass auf, hier läuft nochmal Dings durch. Siehst du, wie es brutzelt. Wunderbar. Ne, warte mal, dann können wir doch gleich, wenn wir hier sind, Schießpulverchen machen. Geht noch eins? Nö. Nee. Gut. So, dann ab nach oben. Wir bauen aus. Na? Hast du hingeschissen zufällig? Weil wenn wir hier sind, können wir hier eigentlich zumachen, ne? Wird ja mal Zeit, dass unsere Bude hier fertig wird, ne? Schwupp, dran das Ding. Wunderbar. Oh, einmal hier rüber. Guck, ich habe hier ein bisschen was weggehauen, siehst du? Ich bin aber geschossen jetzt innerhalb von der Nacht hier. Nicht schlecht. So, gehen wir mal hier hoch. Ich habe mir überlegt, wir könnten das ja theoretisch gesehen hier offen lassen. Wollen wir hier eine Tür hinmachen, weiß ich halt nicht. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil hier ging es ja auch nicht zu. Leider, warum auch immer. Aber hier könnte man doch bestimmt was hinbauen, oder? Und zwar das Ding. Siehst du? Siehst du? Ach, geil. Guck da mal, ein schöner Ausblick. So, jetzt hier kommen wir hier hin. Jetzt müssen wir erstmal hier was machen. So, hier machen wir uns auf jeden Fall ein Fensterchen hin. So, zack. Hier auch, zack. Guck mal, hier kannst du es wieder bauen. Ne? Auch merkwürdig, ne? Jetzt fehlen uns was? Baumstämme und Wedel. Wedel hätten wir noch. Baumstämme müssten wir holen. Ja, das könnten wir dann immer noch machen. Aber hier oben können wir da bestimmt noch einen Boden hinzwiebeln. So. Das eigentlich hier. Oh, aus Lehm. Müssen wir uns auch dran machen, dass wir aus Lehm was bauen, weißt du? Weil als nur hier aus diesem Gemüse. Ah, hier brauchen wir bestimmt eine Wand, hä? Ja, es könnte sein, dass er hier doof macht, weil wir hier noch keine Unterstützung haben. Das könnte gut möglich sein. Okay. Gut. Hat man das auch gemacht? Ich möchte nämlich heute. Brichst du dir was? Nee. Ich möchte nämlich einmal mit euch unser gutes Essen essen, das habe ich reingemacht. Und zwar das hier. Da möchte ich, dass wir uns, das können wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Schmeißen den Mist jetzt hier erstmal rein. Habe ich überhaupt dabei? Ja, logisch. Sicher, sicher, alle da. So, zack, 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 rüber den Mist. Das lasse ich nicht hier, das kommt raus. Die habe ich ja nur angemacht. Tatsächlich, können wir da rausnehmen. Damit wir ein bisschen Kohle noch machen. Raus damit. Und dann, wo ist es dann? Da. Dann können wir uns nämlich noch ein Pülverchen machen hier. Über 10 natürlich. So. So. Und was kostet uns dieses komische Fässchen? Das hier. Metallbarren und Holzbretter. Holzbretter haben wir noch 4. Das heißt, wir jagen jetzt Holzbretter durch, würde ich behaupten. Zack, 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 zack. Und nehmen uns gleichzeitig aus unseren Truhen. Wenn ich sie dann mal kriege. Jetzt. Alter, Alter, wie viel soll ich mir dann? Und dann bauen wir unser erstes Fässchen. Oder unsere ersten Fässer. Schießpulver. Ach du Heiland. Eieiei. Jetzt habe ich nicht gesehen, dass das 5 kostet. Habe ich das Zeug drinne? Können wir 3 Stück machen. Das wird nicht reichen. Und dann machen wir uns auf jeden Fall zur Pyramide, ne? So, einmal, zweimal, dreimal. Gut. Metallbahn können wir da hier rein. Sind sie? Da. Einmal hier bitte. Bretter. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch Bretter gehabt. Dann könnten wir doch noch einen bauen, oder? Warte mal kurz. Was fehlt? Ach, Schießpulver war das Problem. Ja. Okay. Okay, so, dann kommt ihr Bretterchen wieder hier rein. Ihr auch. Und ihr zwei kommt wieder nach da vorne, wohin gehört. So, Achtung, einmal und zweimal. So, und jetzt wollen wir mal so ein Ding hier mampfen. Gucken wir uns die Werte an hier, guck. Mal gespannt. Konsumieren. Alter, wo hast du hier reinhauen? Bumm. Geiles Zeug. Geiles Zeug. Jetzt haben wir hier unten das Fässchen. Wie viele Fässchen haben wir denn jetzt? Was sind die anderen? Hier ist doch nur eins. Einmal. Laufen ja durch. Ach, die dauern 40 Sekunden. Ach so. Will nochmal auf hier. Macht leer das Ding. So. Dann holen wir uns nochmal Wasser. Ne? Und machen wir nochmal hier kurz ein bisschen Wasser an die Pflanze und dann zischen wir ab.
Ne? Weil die sind jetzt im Moment nicht da, dann ist wenigstens ein bisschen Wasser da drinne. Muss ja nur aus sein, ne? Pflänzchen wollen ja auch was trinken bei der Hitze. So, ich muss das Ding auch wieder mitnehmen. So, hier ist hier noch ein Schwab drinne. Jawohl, noch einer, zufällig. Yes. Das Fest hier will ich nicht dahin bauen. Gottes Willen. Teuer genug. Trink mal was und füll auf. Dann machen wir vorne noch was rein. Mit ihmchen hier. So, komm. Wo ist er jetzt? Hallo. Füllen. Bam, 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 bam. Alter, was die Pflanzen wegzischen, ne? Gehen die ein? Das wüsste ich jetzt gerne mal. Gehen diese Pflanzen ein, wenn ich jetzt hier weg bin und sie nicht mehr wässere? Stimmt, oder? Also mich würde es wundern, wenn nicht. Weil ich muss es ja so auch jetzt gießen. Weißt du, wie ich meine? Lederkolben ist voll. Du Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist jetzt unser Freund? Dromedarchen, wo bist du denn? Das machst du eigentlich immer hier hinten. Gibt's da bestimmt irgendwas? So, Dromedar, komm. Wir zwei Mäuse zischen jetzt ab. So, Bude, bis dann. Pass mal auf jetzt. So, Runner, du gehst da eh nicht darin. Fackel, habe ich eine Fackel mit? Gott sei Dank. Aber jetzt brauchen wir sie halt erst da vorne. Und dann werden wir die Fässer da anbringen. Ich bin gespannt. Wirklich gespannt, was passiert. Ob die reichen. Ich glaube es zwar nicht. Ich denke, man braucht 5 Fässer oder so. Vielleicht sogar 10. Keine Ahnung. Aber wir haben jetzt erstmal 3. Und mit den 3 versuchen wir unser Glück. Entweder klappt, sowas klappt nicht. Keine Ahnung, werden wir sehen. Komm, wir laufen jetzt mal hinten zwischen. In der Hoffnung, dass es in diesen Truhen da, weißt du, dass es da noch was gibt. Das wäre schön. So. Guck mal da, siehst du es dann? Brauchen wir schon mal nicht mehr uns Gedanken drum zu machen, ne? Dass wir wieder Metall brauchen oder so. Haben wir noch genug da. Haben wir eben gesehen. Was sind das eigentlich gewesen? Alte Schweinedroge. Aber glaube ich, haben wir da eine Schriftrolle gefunden? Könnte sein, weiß ich nicht mehr. Gut. So, dann komm hier hoch, Kollege. Kollege Schnürschuh. Und dann gucken wir mal da drüben, was wir anrichten können. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Guck mal hier. Zack, zack, zack. Nehme ich mit, nehme ich mit. Na ihr kleinen Affenschweinchen. Was auch immer ihr darstellen sollt. Also ehrlich, Affenhunde. Keine Ahnung. Gehört das Geräusch? Tick, tick, tick. Ach, der Wind. Ich denke gerade, was ist das für ein Geräusch? So, gucke mal da. Da ist es. So, was müssen wir jetzt hier machen? E, Pulverfass. Einmal. Das brennt ja schon. Und nun? Wie, nur ein Fass haben wir gebraucht dafür. Jetzt brauchen wir ja wahrscheinlich wieder irgendwie einen Weg zu machen. Alter. Ist ja mal richtig cool. Guck mal, alles kaputt, ne? Geil. So, was gibt's hier für uns? Ich weiß auf was wir jetzt treffen hier. Was ist das hier? Hallo? Hallo? Was liegt denn hier rum? Da in der Mitte muss man bestimmt irgendwas machen. Machen wir gleich. Wir gucken erst noch mal rum. Guck mal, hier ist auch so ein Tor, ne? Was ist das für ein Guckloch hier? E, um das Artefakt zu platzieren. Ich habe gar keins. Du besitzt ja vorliegenden Gegenstand nicht. War ja klar. Ach, herrlich. So, geh mal hier raus, nicht, dass es hier anfängt zu brennen. Was müssen wir hier machen? Old Light System, das ist okay, aber wie kriege ich es an? Hinhocken? Jetzt habe ich mich hingehockt. Das ist irgendwas passiert hier. Runter hier. Weil du dein Ärschchen verbrennst. Ah. Guck dir das mal an. Warte mal, ich mache die Fackel kurz weg hier oder den Hammer da. Guck's dir an. Also brauchen wir noch ein Artefakt. Da muss ich gucken, wo das ist. Oh, hier. Ist hier ein Geheimgang. Ach, guck mal einer an. Den hätte ich nicht gesehen. Geil. Machen wir uns rein. Wissen, was da los ist. So. Da geht es ja noch tiefer hier. Jetzt finden wir bald einen Pharao da unten liegen, ne? Ne. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Ach, schade. Ich dachte, hier wäre noch was. Oben irgendwie. Ne, ich sehe nichts. Ach Mensch, vielleicht geht es ja hier irgendwann mal weiter. Kann ja schon sein, ne? Okay, also gibt es hier noch irgendwo ein Artefakt. Dieses Artefakt, was ich entweder übersehen oder nicht gefunden habe. Guck mal, hier war da auch mal irgendwas. Stand eine Schränke eine längere Zeit, ne? Deswegen ist das unterschiedlich hier. Ja. Jetzt bin ich dann hier. Geil. Ja, das sieht schon schön aus. Jetzt haben sie gut gemacht.
Mach mal weg hier deine Fackel. Ne? Hier so guckst. Heftig, heftig. Geil, geil. Ja, wo finden wir jetzt aber diese Dingsbums, dieses Artefakt? Wo könnte man das finden? Vielleicht in dem Tempel? Habe ich das in dem Tempel vielleicht übersehen? Habe ich irgendeinen Ort noch nicht gefunden? Das ist jetzt echt eine Frage, die ich mir stelle. Wo das sein könnte? Boah, das ist ja furchtbar. Die Treppen hochrennen ist furchtbar, ne? Das wackelt dann immer alles so. So, habt ihr eine kleine Idee, wo ich hingehen könnte? Nee, ne? Hier drüben war ja auch nichts mehr. Was? Das Artefakt. Das Artefakt, das hat bestimmt was mit diesen Schriften zu tun, denke ich mal. Ich weiß es wirklich nicht. Das wäre jetzt das Einzige, was mir so spontan einfällt, dass man das eventuell über die Dings finden könnte, ne? Jetzt gut, jetzt habe ich ja diesen Brunnen da gebaut und nichts ist passiert. Habe ich ihn an eine falsche Stelle gesetzt? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Falls jemand was dazu sagen kann, also bitte gerne. Wäre für mich wirklich eine Erleichterung, wenn der Brunnen jetzt falsch steht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass er tatsächlich falsch steht. Kann man hier eigentlich das auch anmachen? Nee. Nö, die Feuerschalen hier gehen nicht. So, Dromedarchen, da bin ich wieder. Und muss dir sagen, ich habe nichts erreicht. Ich habe nur die Dings den Weg aufgesprengt. Ach, sag ich dir. Komm, wir nehmen das auch mit dir, wenn es ja schon Licht, ne? Licht auch noch ein Stock. Mann, 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 es wird schon wieder dunkel draußen. Das heißt, ich gehe jetzt Richtung. Aha, du hast hier gemacht, hast du, altes Ferkel. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Futterausgabe. Was steht eigentlich Futterausgabe? Tatsächlich. Nehmen wir hier rüber. Hier. Aus dir rennen. Ja. Schmeckt uns. Hallo. So, wir zwei Globes rennen jetzt erstmal in die Richtung hier. Und dann gucken wir mal an der einen. Ja, wir haben das irgendwo vergessen. Irgendwo haben wir das vergessen. Nur wo? Wo? Das ist die Frage. Wo haben wir es vergessen? Dromedar. So, Dromedarchen, komm. Hoch, hier oben können wir speichern. Dann müssen wir uns neu aufstellen, ne? Müssen wir mal gucken, wo das sein könnte. Was so ein Artefakt herbekommen. Ich denke an den Tempel. Ich denke es wirklich. So. Dann einmal hier gespeichert. Ne, nicht schlafen, speichern. So, wunderbar. Hier Fackel an den Start. Hier nochmal kurz geguckt, ob wir was finden. Guck mal hier. Guck mal hier, ey. Die Taschen sind schon wieder voll. Wunderbar. Geil. Hier war der Ofen. Hier könnten wir aber irgendwie nichts machen, ne? Nicht, dass ich das wüsste. Nö, der Mond geht auf. Wenn der Mond aufgeht, gehen von unserem Männlein der Äuglein zu. Da sind wir unserem Dromedarchen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Dann suchen wir mal dieses Artefakt. Denn es wird Zeit, dass wir das Ding finden. Weil wir wollen wissen, wie es weitergeht. Ne? Da an der Pyramide. Und da bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann hier an alter Stelle. Bis dahin. Tschüss.